Calm down. Werdet ruhig, wartet, seid still und lasst euch von Gott befreien. Ich weiß, dass viele von euch das heute hören müssen. Danke, dass ihr heute dabei seid. Ich glaube, dass mein Vortrag euch wirklich helfen wird. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wer von euch ärgert sich gerade über irgendetwas? Sieht mir heute jemand zu, der sich beruhigen muss? Ich mag das Wort ruhig. Ich fühle mich schon besser, wenn ich es nur ausspreche. Deshalb soll es in dieser Sendung auch darum gehen, wie wir uns beruhigen können. Im zweiten Teil werde ich euch ermutigen, euch zu freuen. Zu diesem Teil komme ich aber vermutlich erst in der nächsten Sendung. Wir werden sehen. Frieden ist eines der wunderbarsten Dinge überhaupt. Ihr könnt Frieden haben, aber ihr müsst euch wirklich darum bemühen. Denn der Teufel lässt nichts unversucht, um ihn euch wegzunehmen. Ich sage immer, er setzt alles daran, um uns aus der Fassung zu bringen. Er kennt unsere Schwächen und sorgt dafür, dass wir immer wieder mit ihnen konfrontiert werden, damit wir am Ende aufgewühlt und verzweifelt sind. Ich möchte euch einige Zitate vorlesen, die mir gut gefallen. Eines ist von Josiah Holland. Ruhe ist die Wiege der Kraft. Das bedeutet, je ruhiger ihr bleibt, umso stärker seid ihr. Brian Tracy sagte, macht den Seelenfrieden zu eurem höchsten Ziel und gruppiert dann alles andere im Leben darum herum. Das heißt, wenn mein Ziel ist, Frieden zu haben und ihn zu bewahren, dann muss ich einige Dinge anders angehen und anpassungsfähig bleiben. Ich hatte jahrelang absolut keinen Frieden. Es gab sogar eine Zeit, in der ich nicht einmal wusste, was Frieden überhaupt ist, da ich in einem Elternhaus aufgewachsen war, in dem nur Unfrieden herrschte. Ich wusste nicht, wie Frieden sich anfühlte. Wie ihr später noch hören werdet, war mein Mann in dieser Hinsicht ein großes Vorbild für mich. Ich fing an, mich nach Frieden zu sehnen, aber ich stellte fest, dass er mir nicht einfach zuflog, nur weil ich betete, oh Gott, bitte schenk mir Frieden. Jesus sagte, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Und weiter sagte er, deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich habe also eine Verantwortung, und ihr auch. Es reicht nicht aus, wenn wir nur für Frieden beten. Natürlich können und sollen wir das tun. Aber gleichzeitig müssen wir auf der Hut sein. Wenn wir merken, dass wir anfangen, uns aufzuregen, sollten wir sofort sagen, nein, ich beruhige mich jetzt wieder. Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der allmächtige Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Aber das wollt ihr nicht. Das finde ich interessant. Gott zeigt uns in seinem Wort unzählige Male, was wir tun sollen. Aber oft tun wir es nicht, weil wir es nicht wollen. Wenn ihr Frieden und Ruhe in eurem Denken und eurem Herzen haben wollt, müsst ihr vielleicht lernen, einiges anders zu machen als bisher. Wir wollen immer, dass unsere Umstände sich verändern. Wenn du das nicht tun würdest, würde ich jenes nicht tun. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich nicht so reagiert. Auch ich habe mich lange so verhalten. Wenn du dieses und jenes anders machen würdest, wäre ich glücklich. Aber schließlich sagte Gott zu mir, dass ich aufhören musste, allen anderen die Verantwortung für meinen Frieden und meine Freude zu geben, weil ich selbst dafür verantwortlich war. Ich hoffe, dass ihr das heute versteht. Manche von euch könnten Frieden und Ruhe haben, wenn ihr nur bereit wärt, Gott mehr zu vertrauen. Sowohl unsere seelische als auch unsere körperliche Kraft hängt davon ab. Wisst ihr, dass es harte Arbeit ist, seinen Gefühlen nachzugeben und sich aufzuregen? Es raubt uns die Kraft.
Es ist viel einfacher, sich erst gar nicht aufzuregen, als sich aufzuregen und sich dann wieder beruhigen zu müssen. Wenn wir wütend sind, ist das der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um Entscheidungen zu treffen. Wir sagen Dinge, die wir nicht sagen sollten. Wir tun Dinge, die wir nicht tun sollten. Es ist keine gute Zeit für Entscheidungen. Die Bibel sagt, wir sollen uns von nichts einschüchtern lassen, sondern einfach ruhig bleiben. Wenn wir die Ruhe bewahren, ist das ein Zeichen für den Teufel, dass er uns nicht beherrschen kann und er diese Schlacht verlieren wird. Und es ist außerdem ein Zeichen, dass Gott uns beisteht und uns befreit. Hier sind die Verse dazu, Philipper 1, Verse 28 und 29. Lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern. Für sie ist das ein Zeichen. Für eure Feinde, für den Teufel, dass sie verloren sind. Wenn jemand in sehr widrigen Umständen steckt und trotzdem ruhig bleibt, zeigt das dem Teufel, dass er keine Macht über diese Person hat und auf verlorenem Posten steht. Für euch dagegen ein Zeichen, dass ihr gerettet seid, und zwar durch Gott selbst. Ich liebe diesen Vers. Bleibt ruhig. Ruhig. Das ist ein schönes Wort. Setzt euch doch mal auf einen Sessel, schließt die Augen und sagt einfach, ruhig. Das fühlt sich gut an. Vers 29. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Wow! Wir lesen oft nur Vers 28 und ignorieren Vers 29, weil niemand über das Thema Leiden reden will. Aber wisst ihr was? Ihr müsst in einem Streit nicht immer das letzte Wort haben. Oder ihr könnt jemanden glauben lassen, dass ihr Unrecht habt, obwohl ihr euch ziemlich sicher seid, dass ihr Recht habt. Solange ihr dem anderen widersprecht, verursacht das nur Diskussionen oder Streit. Deshalb ist es vielleicht besser, wenn ihr ihn glauben lasst, was er will, und darauf vertraut, dass Gott ihm zeigt, dass ihr Recht habt, wenn es nötig ist. Auf diese Weise könnt ihr ruhig bleiben. Aber dann müsst ihr vielleicht ein bisschen leiden. Und wenn ich von Leiden spreche, meine ich eure menschliche Natur. Eure menschliche Natur hat Gefühle. Und wenn ihr euren Willen nicht bekommt, leidet sie. Ich ärgerte mich früher maßlos, wenn ich meinen Willen nicht bekam. Ich sagte Dinge, die ich nicht hätte sagen sollen, oder wurde bockig und sagte gar nichts mehr. So möchte ich mich nicht mehr verhalten. Lieber nehme ich die Situation einfach hin, wie sie ist, als mich aufzuregen. Ich habe mich entschlossen, ruhig und friedlich zu bleiben. Aber das bedeutet nicht, dass meine menschliche Natur davon begeistert ist. Manchmal leide ich, weil ich tue, was Gott von mir will. Wenn wir ein Problem haben, können wir es normalerweise kaum erwarten, etwas dagegen zu unternehmen. Es ist so, als würde ein kleiner Dämon auf unserer Schulter sitzen und sagen, was wirst du tun, was wirst du tun? Warum glauben wir immer, wir müssten etwas tun? Ja, es gibt Dinge, die wir tun sollten. In Epheser 6, Vers 13 heißt es, wenn ihr dann alles getan habt, was die Krise erfordert, steht fest. Es gibt also Dinge, die wir tun sollten, aber wir müssen erst in Erfahrung bringen, welche Dinge das sind, anstatt planlos zu handeln. Wir können tun, was wir andere tun sehen, aber möglicherweise funktioniert das bei uns nicht. Wir brauchen Gottes Wegweisung, und diese bekommen wir nur, wenn wir ruhig und still werden. Nur dann spüren wir in unserem Inneren, welche Richtung wir einschlagen sollen. Im Psalm 46, Vers 11 steht, hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass wir auf Gott warten sollen. Ihr werdet gleich sehen, dass das Warten auf Gott kein passives Herumsitzen ist. Wenn wir still werden und auf Gott warten, werden wir sein übernatürliches Handeln in unserem Leben sehen. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin.
Lasst euch von Gott zeigen, dass er bei euch ist. Seid bereit, auf ihn zu warten, statt die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Hier ist ein Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass das jemand braucht. Vielleicht seid ihr gerade sehr wütend auf jemanden und denkt über Möglichkeiten nach, wie ihr ihm heimzahlen könnt, was er euch angetan hat. Doch stattdessen könnt ihr jetzt die Entscheidung treffen, die Sache loszulassen und der Person zu vergeben. Vergebung ist kein Gefühl. Es ist eure Entscheidung, wie ihr jemanden behandelt. Betet außerdem für die betreffende Person. Dann kann Gott eingreifen und sich um die Situation kümmern. Gott ist unser Verteidiger. Er stellt richtig, was in unserem Leben falsch läuft. Wenn ihr heute den ganzen Tag wütend bleibt, schadet ihr euch damit nur selbst. Die Person, auf die ihr wütend seid, bekommt es vielleicht nicht einmal mit, aber euch verdirbt es den Tag. Bevor wir irgendetwas anderes tun, sollten wir einfach warten. Ich sage immer, lass deine Gefühle sich beruhigen, bevor du eine Entscheidung triffst. Ich möchte das noch einmal sagen. Lass deine Gefühle sich beruhigen, bevor du eine Entscheidung triffst. Wenn ihr euch mit jemandem streitet und eure Emotionen hochkochen, seid einfach still, denn dann werden sie sich widerlegen. Es spielt keine Rolle, ob ihr über die Maßen begeistert oder extrem deprimiert seid. Beides kann euch in Schwierigkeiten bringen. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich sagte, dass das auch bei extremer Begeisterung der Fall sein kann. Weil ihr in eurer Begeisterung möglicherweise Dinge tut, die ihr normalerweise nicht tun würdet oder die ihr später bereut. Hier ist ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Die meisten Frauen gehen gerne shoppen. Vor vielen Jahren hatte ich ein bisschen Geld gespart. Es war kein hoher Betrag, vielleicht um die $200. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es war nicht so sehr viel. Ich wünschte mir eine neue Armbanduhr. Ich mag Dinge, die funkeln und glitzern. Heute trage ich keine Armbanduhren mehr, aber damals hatten wir noch keine Handys, auf denen wir nachsehen konnten, wie spät es ist. Ich wollte also eine neue Uhr. Sie sollte wirklich hübsch sein. Wir gingen in einen Juwelierladen im Einkaufszentrum. Dort hatten sie eine schöne Uhr, die mit vielen Glaskristallen besetzt war. Der Verkäufer sagte mir, sie sei gerade im Sonderangebot. Aber um sie zu dem günstigen Preis zu bekommen, müsse ich sie an dem Tag noch kaufen. Der Druck, der auf uns ausgeübt wird, wenn man uns sagt, kauf es jetzt, sonst verpasst du die Gelegenheit, ist ein Teil der Taktik des Feindes, mit der er uns dazu bringen will, etwas zu tun, ohne richtig darüber nachzudenken. Damals hatte ich jedoch schon einiges gelernt, unter anderem auch das, was ich euch heute beibringe, nämlich wie wichtig es ist, zu warten. Außerdem hätte die Uhr fast mein ganzes Erspartes gekostet. Der Verkäufer setzte mich noch mehr unter Druck, indem er sagte, wenn Sie sie heute kaufen, gebe ich Ihnen nochmals 10% Rabatt. Meine Gefühle überschlugen sich. Ich weiß nicht, ob euch das schon einmal aufgefallen ist, aber wenn ihr euch Schmuckstücke in den Vitrinen eines Juweliergeschäfts anseht, sehen sie immer viel besser aus als später bei euch zu Hause. Irgendwann wurde mir klar, dass das mit dem Licht zusammenhängt, das sie dort haben. Bevor ihr ein Schmuckstück kauft, solltet ihr es aus der Vitrine nehmen und im Tageslicht betrachten, damit ihr wisst, wie es wirklich aussieht. Aber wie auch immer, ich hatte damals schon einiges gelernt. Ich beschloss, einen kleinen Spaziergang zu machen und darüber nachzudenken. Ich ging also einige Male im Einkaufszentrum auf und ab und plötzlich sah ich in einem Schaufenster einen Hosenanzug, der mir sehr gefiel. Die Jacke war tailliert und weiter unten etwas ausgestellt. Sie war einfach schön. Ich beschloss, den Anzug anzuprobieren. Das war ein Fehler. Er sah so gut an mir aus. Und auch Dave gefiel er sehr. Er sagte, du solltest ihn dir kaufen. Der Anzug hätte ebenfalls mein ganzes Erspartes gekostet. Nun hatte ich ein Problem. Ich konnte mir nicht die Uhr und den Anzug leisten. Deshalb musste ich mich für eines von beiden entscheiden. Ich sagte auch diesmal, ich werde ein bisschen spazieren gehen und darüber nachdenken. Wenn ich ihn kaufen will, komme ich zurück. Also ging ich wieder eine Weile auf und ab. Ich weiß, dass ihr jetzt wissen wollt, was ich am Ende gekauft habe. Nun wisst ihr was?
Ich dachte, noch größer als mein Wunsch, die Uhr oder den Anzug zu haben, ist mein Wunsch, nicht mein ganzes Geld auszugeben. Ich zog es vor, etwas Geld auf der hohen Kante zu haben. Das verschaffte mir die Möglichkeit, eine Person zum Essen einzuladen oder ihr ein kleines Geschenk zu kaufen, wenn ich das wollte. Deshalb beschloss ich, ich werde weder das eine noch das andere kaufen. Nun, wisst ihr was? Zur rechten Zeit gab Gott mir beides. Dave schenkte mir den Anzug und ein wenig später bekam ich auch eine Uhr, die mir gefiel. Gott schenkte mir beides, weil ich wartete und nicht emotional handelte. Gebt Gott die Gelegenheit, euch zu leiten. Nehmt euch ein bisschen Zeit, um zu warten. In 2. Mose 14, Verse 9 bis 15 heißt es, so jagte das ganze Heer der Ägypter, alle Pferde, Streitwagen, Reiter und Krieger des Pharaos ihnen nach. Bei Pi-Hahiroth, gegenüber von Baal-Zephon, holten sie die Israeliten ein, die dort ihr Lager aufgeschlagen hatten. Die Israeliten hatten Gott schon lange angefleht, sie aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. Schließlich erwählte Gott Mose für die Aufgabe, sie dort herauszuführen. Doch kaum hatten sie sich auf den Weg gemacht, gerieten sie in eine sehr schwierige Situation. Sie saßen zwischen dem Roten Meer auf der einen Seite und dem ägyptischen Heer auf der anderen Seite fest. Sie hatten sozusagen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Es gab keine Fluchtmöglichkeit. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Sie fingen an, sich aufzuregen. Mose jedoch warfen sie vor, das finde ich interessant. Wenn wir uns aufregen, fangen wir oft an, andere für unsere Probleme verantwortlich zu machen. Mose jedoch warfen sie vor, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Sie waren diejenigen, die Ägypten verlassen wollten, und jetzt war plötzlich alles Moses Schuld. Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen? Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Selbst wenn sie das jemals zu Mose gesagt hatten, hatten sie ihre Meinung irgendwann geändert. Denn zu der Zeit, als sie Ägypten verließen, war das genau das, was sie wollten. Doch Mose sagte zum Volk, habt keine Angst, wartet ab und seht. Mit anderen Worten, fürchtet euch nicht, sondern beruhigt euch. Darf ich das auch zu euch sagen? Fürchtet euch nicht, beruhigt euch. Gott liebt euch. Er hat einen Plan, euch zu befreien. Er hat den Zeitpunkt für eure Befreiung bereits festgelegt. Gott wird für euch sorgen, solange ihr ihm vertraut. Wenn er euch zeigt, dass ihr etwas tun sollt, tut es unbedingt. Aber hütet euch davor, irgendetwas zu tun oder zu sagen, während ihr aufgebracht seid. Habt keine Angst. Wartet ab oder beruhigt euch und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Wow. Wäre es nicht wunderbar, wenn ihr heute euren Fernseher eingeschaltet habt, nur um mich sagen zu hören, werdet ruhig, wartet, seid still und lasst euch von Gott befreien. Ich weiß, dass viele von euch das heute hören müssen. Euch betrifft dieses Thema. Beruhigt euch, seid still, wartet auf Gott. Und er wird euch befreien, auf die richtige Weise und zur richtigen Zeit. Gott wird für euch kämpfen. Ihr braucht nichts weiter zu tun, als still zu sein. Dann sprach der Herr zu Mose, warum schreist du zu mir? Sag den Israeliten, dass sie aufbrechen sollen. Wenn wir Probleme haben, sind wir oft wie erstarrt vor Angst und tun gar nichts. Ich möchte euch ermutigen. Ganz gleich, wie groß das Problem ist, das ihr gerade habt. Wenn ihr etwas tun wollt, macht einfach weiterhin das, von dem ihr wisst, dass es richtig ist. Setzt euch mit der Bibel auseinander. Helft anderen Menschen. Geht in die Kirche. Haltet eure Versprechen.
Versinkt nicht in Depression und Selbstmitleid. Es bringt nichts, wenn ihr nur herumsitzt und pausenlos über euer Problem nachdenkt oder jemanden anruft und stundenlang mit ihm darüber redet. Je mehr ihr euch mit einem Problem beschäftigt, umso größer wird es. So ziemlich jeder wird nervös, wenn er nur herumsitzt und über seine Probleme nachdenkt. Wenn wir aufgebracht sind, sagen und tun wir oft das Falsche. Wenn wir emotional handeln, wird das unser Problem niemals, niemals lösen. Was bedeutet es nun, auf Gott zu warten? Mir wurden die Augen geöffnet, als ich ein bisschen tiefer grub und mich damit auseinandersetzte. Auf Gott zu warten bedeutet nicht herumzusitzen und absolut gar nichts zu tun. Es bedeutet, Gottes Gunst, seine Lösung und seine Kraft zu erwarten, sie zu suchen und herbeizusehnen. Hoffnungsvoll zu sein bedeutet zu erwarten, dass Gott jeden Moment eingreifen und tun wird, was in eurem Leben getan werden muss. Auf Gott zu warten ist nicht passiv. Es mag insofern passiv sein, dass ihr körperlich nichts tut, aber geistlich seid ihr sehr aktiv. Ihr vertraut Gott und sagt, ich weiß, dass du dich um mich kümmern wirst. Ich weiß, dass du tun wirst, was richtig ist. Ich glaube, dass du jeden Moment eingreifen und diese Situation richtigstellen wirst. Es geht hier um eine geistliche Aktivität und nicht um das Handeln aus eigener Kraft. Im Psalm 25, Vers 4 heißt es, Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll, und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Bittet ihn um Wegweisung. In Jakobus 4, Vers 2 steht, euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Wenn ihr gerade ein Problem habt, sagt nicht nur, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern bittet ihn, euch zu zeigen, was ihr tun sollt. In Sprüche 3, Verse 5 und 6 steht, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Gott wird euch zeigen, was ihr tun sollt, wenn ihr ihn darum bittet und auf ihn wartet. Gottes Hilfe kommt. Ich liebe diese Aussage. Gottes Hilfe kommt in dem Maß, in dem ihr auf ihn wartet und auf ihn hofft. Im Psalm 33, Verse 20 und 21 heißt es, wir vertrauen auf den Herrn, denn nur er allein kann uns helfen und uns wie ein Schild beschützen. Von Herzen freuen wir uns über ihn und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Psalm 37, Vers 34, hoffe auf den Herrn und befolge seine Gebote. Während ihr auf Gott wartet, seid allem gehorsam, was die Bibel euch sagt. Dann wird er dich ehren und dir das Land schenken. Gott führte die Israeliten den ganzen Weg durch die Wüste in das verheißene Land. Ihre Reise dauerte jedoch viel länger, als es hätte der Fall sein müssen, weil sie die ganze Zeit über murrten und jammerten und klagten. Viele Verzögerungen sind göttliche Verzögerungen. Sie waren noch nicht bereit, in das verheißene Land einzuziehen. Vielleicht bittet ihr Gott gerade um etwas, auf das ihr noch eine Weile warten müsst. Er will und wird es euch geben. Er hat es für euch vorbereitet. Aber zuerst muss er euch noch darauf vorbereiten. Manchmal sind wir geistlich noch nicht reif genug, um mit den Dingen umzugehen, die Gott uns geben will. In Jesaja 26, Vers 3 lesen wir, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Konzentriert euch nicht auf eure Probleme. Eines Morgens wollte ich eigentlich Zeit mit Gott verbringen. Aber tatsächlich drehten sich meine Gedanken nur um meine Probleme. Da sagte Gott zu mir, willst du mit deinen Problemen Zeit verbringen oder mit mir? Macht nicht denselben Fehler wie ich. Verbringt eure Zeit mit Gott. Das wird euch stärken und befähigen, seine Stimme zu hören.
Viele Zuschauer erzählen uns von ihren Sorgen und Nöten. Möchten Sie mit uns dafür beten? Dann melden Sie sich bei uns. Als ich 13 war, fand ich heraus, dass mein Vater mit Drogen dealte. Oft musste ich mit ansehen, wie er meine Mutter schlug. Später habe ich mit meinem Partner dasselbe erlebt. Er hat mich geschlagen und sexuell missbraucht. Ich fing an zu glauben, dass ich wertlos sei und zu nichts zu gebrauchen. Zweimal habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Patricia und Norbert, warum ist so ein Zentrum so wichtig? Was ist das Problem hier in Chile? Viele Frauen wachsen in einer Umgebung auf, in der Männer sie missbrauchen. Deshalb flüchten sich immer mehr Frauen in Drogen. Oft schlagen die Männer ihre Frauen. Sie machen sie zu Sklaven und zwingen sie, als Drogenkurier zu arbeiten. Die Frauen haben zu viel Angst, um auszusteigen und zu ihren Familien zurückzugehen. Wir haben hier ein 9- bis 12-monatiges Programm. Es gibt einen Lehrplan. Die Frauen lernen hier Schritt für Schritt im Glauben zu wachsen. Sobald sie stark genug sind, dürfen sie wieder zu ihren Kindern. Denn wenn diese Frauen von den Drogen frei werden und von dem, was sie in die Sucht getrieben hat, dann können sie auch die Mutter sein, die ihre Kinder brauchen. Die Partnerschaft mit Hand of Hope hat neuen Schwung in unsere Arbeit gebracht. Weil Hand of Hope ein Hilfsdienst ist, der dasselbe auf dem Herzen hat wie wir. Als ich begriffen hatte, dass Gott mir vergeben hat, obwohl ich anderen Menschen so viel Leid angetan und ihnen Drogen verkauft habe, war das so wunderschön, weil ich wusste, dass mich jemand liebt. Heute sprechen mich manchmal Menschen an und sagen, ich hätte etwas Besonderes an mir. Etwas Besonderes? Ich weiß nicht. Aber als ich eines Tages in den Spiegel geschaut und mir selbst in die Augen gesehen habe, hat Gott zu mir gesagt, du bist wunderschön. Und jetzt aufgepasst! Glaube, Liebe, hoffe. Lassen Sie nicht zu, dass die Enttäuschungen der Vergangenheit Ihre Zukunft bestimmen. Seien Sie voller Hoffnung und entdecken Sie, was in Ihrem Leben Gutes passieren kann. Voller Hoffnung. Dieses Buch wird Sie inspirieren und begeistern. Sie dürfen Gutes erwarten. Bestellen Sie jetzt im Internet unter joyce-meyer.de/hoffnung oder telefonisch 040 88 88 411 11.